Vielen Dank für die freundliche Einführung und ich hoffe, dass Sie mich gut verstehen können und auch die Präsentation sehen. Wir nicken. Gut, dann lege ich los. Freue mich sehr, dass wir über dieses Thema ins Gespräch kommen können. Theodizee-sensible Gottesrede, das verstehe ich dann so, dass Sie nicht nur über das Theodizee-Problem mit mir sprechen wollen, sondern auch eben über die Frage, wie ich von Gott und seinem Umfeld sprechen kann angesichts des Theodizee-Problems. Und insofern, da habe ich jetzt die eigentliche Auseinandersetzung mit der Theodizee ein bisschen verklammert mit ein paar Vorbemerkungen und einer Nachbemerkung, bei der es dann mehr um das Handeln Gottes gehen soll. Starte also mit den Vorbemerkungen. Der Schriftsteller Elie Wiesel erzählt die Geschichte einer kleinen Gruppe Juden, die sich im von Nazis besetzten Europa in einer kleinen Synagoge zum Gebet versammelt hatte. Mitten im Gottesdienst stürmte plötzlich ein fremder Jude, der ein wenig verrückt war, denn alle frommen Juden waren zu jenem Zeitpunkt ein wenig verrückt, zur Tür herein. Schweigend hörte er einen Augenblick zu, wie die Gebete aufstiegen. Langsam sagt er: Psst, Juden, betet nicht so laut, sonst hört euch Gott. Dann erfährt er, dass in Europa noch ein paar Juden am Leben geblieben sind. Diese Geschichte des Auschwitz-Überlebenden Elie Wiesel macht nochmal in einer ganz besonderen Weise deutlich, dass die Shoah, dass Auschwitz nicht nur ein allgemeines Problem im Blick auf Gott und das Leid fokussiert, sondern dass hier die Grunderfahrung des biblisch bezeugten Gottes, nämlich seine Treue zu Israel, grundlegend in Frage gestellt wird. Die Erfahrung eines geschichtlich handelnden Gottes ist nämlich nicht nur die Wurzelerfahrung Israels, durch das es sich konstituiert, sondern auch Grunderfahrung biblischer Identität und damit auch grundlegendes Kennzeichen des christlichen Glaubens. Das Bekenntnis zu Gottes Geschichtsmacht ist zentraler Bestandteil sowohl des biblischen Zeugnisses als auch der überkommenen Gestalten aller monotheistischen Religionen, also genauso wie Islam und Christentum auch vom Islam. Und insofern ist jedes Massaker eine Infragestellung auch des Gottesglaubens, gerade auch des christlichen Gottesglaubens. Das Massaker an Gottes Volk Israel ist dann aber noch einmal insofern eine besondere Fragestellung, als es genau die Erwählung Gottes in Frage stellt, die an der Grundlage des biblischen Zeugnisses steht. Angesichts solcher Erfahrung, die wir auch heute wieder schmerzvoll machen müssen, kann man eigentlich nur fragen, wie man Gott überhaupt noch für ein erfülltes Leben und seine Führung danken kann, wenn unzählige ohne jeden Grund massenhaft hingeschlachtet werden, sei es in Israel, in Gaza, in der Ukraine oder wo auch immer. Wie kann ich noch auf die rettende Kraft der Fürbitte vertrauen, wenn so viele Schreie ohne erkennbare Antwort verhallt sind? Darf ich noch Gott für die Zeichen seiner Liebe und Treue in meinem Leben danken, wenn doch unzählige umsonst auf solche Zeichen gewartet haben? Diese Frage möchte ich versuchen, mit Ihnen heute zu bearbeiten und mache dazu jetzt noch eine zweite Vorbemerkung. Also die erste Vorbemerkung zielt auf die besondere Herausforderung des christlichen Glaubens, gerade dadurch, dass das von Gott erwählte Volk in der Shoah um seine Existenz fürchten muss. Die andere Vorbemerkung betrifft die, dass in der zeitgenössischen Theologie eigentlich auf breiter Front die Idee aufgegeben wird, dass es so etwas wie ein direktes Eingreifen Gottes in der Geschichte geben kann, eben genau wegen dieser Erfahrung. Und hier scheint mir wichtig zu sein, einfach im Blick zu haben, dass man ein direktes Handeln Gottes in der Geschichte, eine Intervention Gottes auch denken kann, ohne dabei vor Augen zu haben, dass Gott unter Durchkreuzung menschlicher Freiheit, unter Durchbrechung der Naturgesetze einfach willkürlich und beliebig da handeln könnte, wo er wollte. Das wird am Ende nochmal für uns wichtig sein, wenn wir durch die Theodizee-Frage hindurchgegangen sind.
Also zu behaupten, dass Gott in der Geschichte handeln kann und dass seine Wirklichkeit der Liebe für Menschen in besonderer Weise erfahrbare Wirklichkeit bringen kann, besagt zwar, dass Gott eben in besonderer Weise an bestimmten Zeiten, in bestimmten Orten erfahrbar wird, wie William Alston das etwa fasst, aber das bedeutet nicht, das werden wir noch genauer sehen, dass Gott einfach beliebig überall handeln kann, wo er das gerne möchte. Der berechtigte Hinweis also, und so finden Sie es jetzt auch hier auf der Folie, der berechtigte Hinweis, dass Gott immer nur ohne Vor- und Nachbedingungen auf unüberbietbare Weise seine Liebe schenken will, ändert nichts daran, dass dieser universale Wille auf je konkrete und den einzelnen Individuen angemessene Weise zum Ausdruck kommen muss. Liebe will immer konkret werden und insofern darf man von einem Gott, der die Liebe ist, eben erwarten, dass diese auch in konkreter und geschichtlicher Weise erfahrbare Wirklichkeit wird. Und umso drängender fragt sich dann eben, warum das Leiden in dieser Welt? Also die Frage, die jetzt grundlegend die Theodizee-Frage beschreibt. Theodizee-Frage lässt sich strukturieren, indem man unterscheidet zwischen den Eigenschaften Gottes, der eben als sittlich gut und gleichzeitig als allmächtig gedacht wird, und die dann eben fragt, wie sind diese Eigenschaften Gottes vereinbar mit dem Leiden oder dem Übel in der Welt? Das heißt, es geht per Definition bei der Theodizee-Frage nur um solches Leiden, das nicht irgendwie bonisiert werden kann, von dem man nicht sagen kann, eigentlich ist das etwas Gutes. Natürlich gibt es Leiden, das einem auch in pädagogischem Sinne hilft. Es gibt Leiden, das einem hilft, wie wenn man durch ein Tal hindurchgeht, dann auch die Aussicht vom Berg zu genießen. Es gibt Leiden, das funktional eine Bedeutung hat für das eigene Leben. Das will niemand bestreiten. Aber bei der Theodizee-Frage geht es eben um das Leiden, das keinen erkennbaren Sinn hat und das als positiv zu sehen uns die Solidarität mit anderen Menschen verbietet. Die Frage ist, wie kann Gott gut sein in irgendeinem verständlichen Sinne und gleichzeitig auch die Macht haben, dieses Leiden zu verändern, eben allmächtig sein? Wie kann das beides der Fall sein und wieso gibt es dann doch sinnloses Leiden? Das ist der Kern der Theodizee-Frage. Und er wird in der Gegenwart eigentlich meistens versucht zu beantworten durch den Gedanken der Free Will Defense. Free Will Defense bezeichnet man ein Argument, das versucht, Gottes Güte und Allmacht dadurch zu verteidigen, das darauf aufmerksam gemacht wird, welch hoher Wert die Willensfreiheit hat und in dem jetzt überlegt wird, dass das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen zentral als Freiheitsverhältnis zu denken ist. Also der Grundgedanke ist, dass die freie Zuwendung des Geschöpfs zu seinem Schöpfer und damit das liebende Miteinander das eigentliche Schöpfungsziel darstellt, sodass ein Gott, der die Welt erschafft, um den Menschen in Freiheit für sich zu gewinnen, den Menschen nicht an der Ausübung böser Taten hindern kann, ohne dass damit das Schöpfungsziel, Freiheit zu ermöglichen, damit Freiheit sich in Freiheit für Gott entscheidet, zu gefährden. Grundidee wäre jetzt also, dass der Wert der Freiheit und die durch sie eröffnete Möglichkeit zu lieben, unter bestimmten Umständen den Preis des Leidens aufzuwiegen vermag. Und ich bezeichne das jetzt, dieses uralte Argument von der Willensfreiheit, jetzt nur mit diesem englischsprachigen Titel der Free Will Defense, um noch einmal deutlich zu machen, dass in der neueren Argumentation darauf Wert gelegt wird, dass es jetzt nicht um eine Verteidigung Gottes wie bei einer Gerichtsverhandlung geht, so wie Leibniz das noch gewissermaßen versucht hat, uns vor Augen zu führen, sondern dass es einfach darum geht, den Glauben an Gott zu rechtfertigen, die Möglichkeit des Glaubens zu rechtfertigen, im Sinne einer Defense vor Gericht, die nicht eben jetzt den Freispruch Gottes avisiert, sondern versucht deutlich zu machen, dass es hinreichende Gründe dafür gibt,
um weiter auf Gott zu hoffen. Alvin Plantinga und einige andere haben diesen Versuch der Veränderung der Argumentationssituation deutlich zu machen. Und die Grundidee ist gewissermaßen die, dass in einer solchen Gerichtssituation, in der es jetzt nicht um die erwiesene Unschuld Gottes geht, sondern um die Begründung und Verteidigung der Hoffnung auf Gott, dass in einer solchen Situation es eben im Fall des Zweifels, im Fall von ausgeglichener Argumentationssituation auch in dubio pro reo heißen könnte und insofern der Glaube an Gott weiter gerechtfertigt sein könnte. Ich gehe mit Ihnen jetzt diese Free Will Defense einmal durch, ein wenig in Eile. Wir können da bestimmte Punkte dann später vertiefen, weil ich eben diese Free Will Defense noch einmal genauer einordnen will, um am Ende eben zu einer Theodizee-sensiblen Rede vom Handeln Gottes auch kommen zu können. Deswegen gehe ich die ersten drei Prämissen dieser Free Will Defense recht schnell durch, um mich dann bei dem entscheidenden Punkt etwas länger aufzuhalten. Die erste Prämisse besagt einfach nur, dass es plausibel ist zu sagen, dass es so etwas wie Freiheit gibt. Allein darüber könnten wir natürlich jetzt den ganzen Abend diskutieren. Ich habe selber ein Forschungsprojekt dazu gemacht, was mehrere Jahre gedauert hat. Und tatsächlich ist die Diskussionslage an dieser Stelle besonders umstritten. Von daher nenne ich nur den Punkt, dass es mir jetzt nicht darum geht, mit Mitteln theoretischer Vernunft, mit Mitteln der Naturwissenschaft oder der Philosophie nachzuweisen, dass es so etwas wie Willensfreiheit gibt, sondern ich mache nur darauf aufmerksam, dass es bisher nicht gelungen ist, zu beweisen, dass es sie nicht gibt und dass wir in unserem alltäglichen Handeln und auch in unserem Rechtssystem unterstellen, dass es Freiheit gibt. Ja, wir fordern es gewissermaßen. Kant spricht hier von dem Postulat der praktischen Vernunft. Sie können sich das ganz einfach daran klar machen, dass Sie, wenn Sie vor Gericht jetzt versuchen, ein Verbrechen dadurch von sich zu weisen, dass Sie sagen, dass Sie eben schlecht erzogen wurden und einen blöden Genpool hatten und selber auch nichts dafür konnten, dass Sie jemand anders ermordet haben, dann werden Sie feststellen, dass das nicht ausreicht als Entschuldigung und dass Sie verantwortlich gemacht werden durch unser Rechtssystem. Also offenbar unterstellen wir im Alltag, auch in unserem Rechtssystem, dass es Freiheit gibt. Und dann scheint es mir auch theologisch legitim, von der Freiheit als Wirklichkeit auszugehen, wenn es um die Frage der Theodizee, des Theodizee-Problems geht. Die zweite Prämisse, die ich auch nur nenne und jetzt nicht ausführlich begründe, gerne können wir sie nachher in der Diskussion dann aufgreifen. Zweiter Punkt ist einfach der, dass Freiheit ein Wert ist, dass es wertvoller ist, frei zu sein, als durchgängig determiniert zu sein. Kann sich das einfach klar machen an dem schönen Beispiel aus Shakespeares Midsommernachtstraum. Also stellen Sie es mir etwas adaptiert so vor, Sie hätten eine Liebespille zur Verfügung, die Sie der Person verabreichen könnten, von der Sie wollen, dass sie sie liebt. Also in dem Moment, wo sie aufwacht, liebt sie die erste Person, die sie sieht, nachdem sie vorher die Pille eingenommen hat. Und vergleichen Sie dann die Liebe, die diese Person Ihnen schenkt, weil sie herbeimanipuliert wurde durch die Eingabe eines Medikaments, mit der Liebe, die Ihre Ehefrau oder Ihr Ehemann oder Ihre Kinder oder wer auch immer, eine Person, die Sie wirklich liebt, Ihnen schenkt. Und Sie werden dann sicher feststellen, dass Liebe, die in Freiheit vollzogen wird, in der sich ein Mensch selbst bindet, aus eigener Freiheit heraus einen höheren Wert hat, als Liebe, die durch Manipulation herbeigeführt wird. Und Liebe wäre so ein typisches Beispiel für etwas, was Freiheit braucht. Denn ich könnte, wenn ich jetzt bei Ihnen im Raum wäre und eine Pistole dabei hätte, alles von Ihnen fordern, auch dass Sie auf dem Tisch tanzen und irgendwelche schlimmen Dinge tun. Aber ich könnte nicht durch Gewalt von Ihnen fordern, dass Sie mich lieben. Also ich könnte es natürlich tun, aber Liebe, die durch Zwang versucht wird herzustellen, ist eben keine Liebe. Das Gesetz der Liebe ist die Freiheit. Insofern wäre dieses Beispiel ein schönes Beispiel dafür, dass wir
eigentlich alle intuitiv erstmal davon ausgehen, dass Freiheit ein Wert ist. Dass es also erstmal besser ist, Dinge frei zu tun, als sie wie ein Roboter oder eine Marionette Gottes zu tun. Dritte Prämisse wäre jetzt die, dass es nicht möglich ist, Geschöpfen Freiheit zu geben, ohne ihnen dann auch die Möglichkeit zu geben, etwas Falsches zu tun, etwas Böses zu tun. Freiheit ist eben gekennzeichnet durch alternative Möglichkeiten. Freiheit setzt voraus, dass wir uns auch gegen den guten Willen des Schöpfers entscheiden können. Und insofern ist es logisch unmöglich, sich eine Welt vorzustellen, in der es Freiheit gibt, aber zugleich sichergestellt ist, dass wir nur Gutes tun. Man könnte an dieser Stelle jetzt einwenden, dass es aber doch möglich sein müsste, eine Welt zu erschaffen, in der man weniger Lust hat, das Böse zu tun, in der etwa die Menschen von ihren innerlichen Neigungen eher dazu tendieren, von sich aus das Gute zu tun. Oder man könnte argumentieren, dass es in der Welt gewissermaßen Sicherheitsschranken gibt, dass wir, also bevor wir jemanden töten können, eine durch das Naturgesetz gegebene Tötungshemmung auftritt, sodass wir das deswegen nicht tun können. Also man könnte sich alles Mögliche ausdenken, was eine Welt bedeuten könnte, die zwar auch Freiheit enthält, aber eben in eingeschränkter Weise, sodass dadurch weniger Leid entsteht. Die entscheidende Antwort, die in der gegenwärtigen theologischen Diskussion auf diesen Einwand gegen Prämisse 3 gegeben wird, also die Antwort auf die Frage, warum ist Freiheit nicht anders geartet? Kann Freiheit nicht anders geartet sein, so dass sie eben weniger Leid verursacht? Die entscheidende Antwort darauf ist die, dass wir gelernt haben, Freiheit nicht einfach als etwas zu verstehen, das Gott durch einen willkürlichen Akt in die Welt bringt, sondern als Produkt der Evolution. Wir haben gelernt, dass Gott sich der Mittel der Evolution bedient, damit menschliches Leben entstehen kann, damit menschliche Freiheit entstehen kann. Und wir haben gelernt, wie unendlich kompliziert die Feinabstimmung des Universums ist, sodass wir nicht einfach jetzt bestimmte Dinge in den Naturgesetzen, bestimmte Naturkonstanten verändern können und doch gleichzeitig es eine evolutive Entwicklung hin zu menschlichem Leben geben könnte. Können Sie natürlich wieder einwenden, ja gut, aber warum macht Gott denn den Menschen durch Evolution? Warum setzt er uns nicht einfach, wie es das biblische Bild nahelegt, in den Garten Eden und dann ist jeder und dann ist eben alles da und man sieht, wenn man sich ein bisschen umguckt, sofort, dass Gott existieren muss. Die Grundidee, die in der modernen Theologie an der Stelle verwendet wird, ist die, dass man sagt, Gott will Mitliebende, er erschafft die Welt, um Mitliebende zu haben. Und deswegen erschafft er uns eine Situation epistemischer Zweideutigkeit. Er schafft uns eine Welt, in der wir die Möglichkeit haben, auch als intelligente Menschen zu denken, dass Gott nicht existiert. Deswegen ist die Erschaffung des Menschen nicht eine, in der einfach jetzt eindeutig klar ist, ah ja, hier hat Gott eingegriffen. Anders kann man ja gar nicht denken, dass es Menschen gibt, dass es Freiheit gibt. Das muss ein Schöpfer gewesen sein. Sondern es braucht eine autonom naturwissenschaftlich, naturgesetzlich mögliche Herleitung menschlicher Existenz, damit der Mensch gewissermaßen einer epistemischen Ambiguität steckt, damit er also in seinem Erkennen unterschiedliche Möglichkeiten hat, die Welt zu interpretieren. Nur wenn der Mensch also durch Evolution entstanden ist, nur wenn die Welt zweideutig ist, nur dann kann der Mensch tatsächlich mit guten Gründen dafür argumentieren, dass Gott existiert oder dass er nicht existiert. Genau wie wir das in der Gegenwart erleben. Wir erleben, es gibt gute Gründe für und gegen die Existenz Gottes. Und man kann jetzt christlich noch einmal sagen, genau das muss ja das Ziel eines liebenden Gottes sein,
weil ein liebender Gott ja nicht will, dass Menschen deswegen zu ihm Ja sagen, weil sie intelligent sind und dass die, die besonders klug in den Naturwissenschaften sind, an Gott glauben und die anderen nicht, sondern ein Gott, der die Liebe ist, will doch, dass Menschen allein um der Liebe willen, wegen des Vertrauens in die Liebe Ja zur Liebe sagen. Ein Gott, der reine Liebe ist, will nichts anderes als mit Mitteln der Liebe die Liebe des Menschen gewinnen. Und dann soll eben das Ja des Menschen keines sein, das aus Argumenten der Weltentstehung abgeleitet werden kann, sondern nur ableitbar ist aus dem Vertrauen in die Liebe. Wenn man diesem Argument folgt, dann wird verständlich, dass es menschliches Leben braucht als Produkt einer Evolution, die, wie uns jetzt die Naturwissenschaften lehren, eben genau so sein muss, damit dieses menschliche Leben entstehen kann, das wir kennen. Naturwissenschaft weiß natürlich nicht, ob es nicht noch eine ganz andere Welt geben könnte mit ganz anderen Naturgesetzen, aber sie kann uns zeigen, dass diese Welt mit dem menschlichen Leben als Ergebnis einer evolutiven Entwicklung nicht einfach ganz anders sein könnte, ohne dass das Ergebnis, nämlich die Entwicklung hin zum Menschen, entfällt. Also ganz einfaches Beispiel, wenn wir jetzt Gott vorschlagen, er solle doch lieber eine Welt ohne Krebserkrankung erschaffen und wir aber gleichzeitig uns klar machen, es geht um evolutive Entwicklung und Selbstwerdung der Welt und des Menschen, dann wird schnell klar, dass das Prinzip der Zellteilung, das Grundlage allen menschlichen Lebens ist und all dieser Entwicklung eben auch die Grundlage ist für Zellwucherungsprozesse und damit so etwas wie Krebs nur dann grundsätzlich ausgeschlossen werden kann als Möglichkeit, wenn eben Zellteilung nicht mehr existiert, also Leben nicht mehr existiert. Grundlegende Idee wäre jetzt also, wir können das nicht beweisen, dass es keine bessere Welt geben könnte, die auch zum menschlichen Leben führt. Aber es ist doch eine plausible Hypothese, an dieser Stelle so etwas zu leisten wie eine Natural Law Defense, also eine Verteidigung der Naturgesetze. Und zwar deswegen, weil diese Naturgesetze eben genau diejenigen sind, die evolutiv die Entstehung menschlichen Lebens ermöglichen. An dieser Stelle könnte ich jetzt einen eigenen Vortrag wieder über die Natural Law Defense halten. Dann würde auch nochmal deutlich, dass ich mit dem, was ich Ihnen heute versuche zu sagen, eben nicht nur über das Übel spreche, das Menschen verursachen, sondern auch über das Übel, das durch Naturgesetze entsteht, also durch Erdbeben, durch Krankheiten oder durch was auch immer. Weil dieses natürliche Übel, wie wir das nennen, also Übel, das nicht durch menschliche Freiheit entstanden ist, nicht dadurch, dass Menschen etwas Böses tun, sondern durch Naturgesetze, dieses natürliche Übel wäre dann eben ein Nebenprodukt der Evolution, wäre eine Folge der vollständigen Autonomie, Gewährung von Autonomie natürlicher Kräfte um der Entstehung menschlichen Lebens willen. Darüber könnte man jetzt, wie gesagt, den ganzen Abend sprechen, aber die zentrale Frage haben wir damit immer noch nicht erreicht und ich möchte meinen Vortrag gerne auf diese zentrale Frage ausrichten. Denn selbst wenn das alles stimmt, also wenn man zugibt, okay, ich kann das natürliche Leben, natürliche Leiden erklären durch die Naturgesetze und ich verstehe, dass ich mir keine bessere Welt vorstellen kann als die, die es gibt, wenn menschliches Leben entstehen soll, selbst wenn sie das alles zugeben würden, dann bleibt immer noch die Frage, ob denn die Erschaffung der Welt und die Gewährung von Freiheit überhaupt zustimmungswürdig ist. Wenn keine bessere Welt möglich war als die unsere mit den Mitteln der Selbststeuerung evolutiver Selbstprozesse, wenn das tatsächlich so ist, und wie gesagt, es gibt dafür tatsächlich Indizien, die sich auch naturwissenschaftlich erhärten lassen. Wenn das so ist, warum,
Könnte man denn eben fragen, hat Gott das Schaffen nicht lieber bleiben lassen angesichts des Ausmaßes des Leidens? Der Stelle kann man natürlich einwenden, und das hat Armin Kreiner etwa, Fundamentaltheologe in München, immer getan, dass man dann natürlich Gott eigentlich vorschlägt, dass es gar keinen Menschen geben soll. Aber genau darauf zielt der Kern des protestatheistischen Einwandes seit dem 19. Jahrhundert ab. Frage lässt sich mit Odo Marquardt etwa so ausbuchstabieren: Warum, wenn Allmachtsschranken Gott an der Schaffung der übelfrei guten Welt hindern, warum hat Gott das Schaffen dann nicht bleiben lassen? An dieser Stelle finden wir interessanterweise einen Streit, nicht nur innerhalb derjenigen, die an Gott glauben, sondern auch innerhalb prononcierter Atheisten. Arthur Schopenhauer beispielsweise würde genauso argumentieren, dass es angesichts der Katastrophen dieser Welt völlig unangemessen ist, Ja zum Leben zu sagen, Ja zum Leiden zu sagen, Ja dazu zu sagen, dass es den Menschen und seine Freiheit gibt. Bin hier ein Zitat mitgebracht, wo er schreibt: Und wenn man den verstocktesten Optimisten durch die Krankenhospitäler, Lazarette und chirurgischen Marterkammern, durch die Gefängnisse, Folterkammern und Sklavenställe, über Schlachtfelder und Gerichtsstätten führen, dann alle die finsteren Behausungen des Elends, wo es sich vor den Blicken kalter Neugier verkriecht, ihm öffnen und zum Schluss ihn in den Hungerturm des Ugolino bringen, erblicken lassen wollte, so würde sicherlich auch er zuletzt einsehen, welcher Art diese beste aller Welten ist. Also Schopenhauer bezieht sich hier auf Leibniz und diese Idee, die ich eben ja implizit vorausgesetzt habe, dass es keine bessere Welt geben kann als unsere, und macht eben deutlich, also wenn das die beste aller möglichen Welten ist und sein soll, dann wirklich gute Nacht. Zu dieser Welt kann man nicht Ja sagen. Und die Dinge, die Schopenhauer aus der Erfahrung des 19. Jahrhunderts hier aneinander reiht, ließen sich natürlich jetzt im 21. Jahrhundert noch mal ganz anders, in noch größerer, drastischer Schärfe verdeutlichen. Interessant ist, dass ein anderer atheistischer Philosoph, auch aus dem 19. Jahrhundert, zu ganz anderen Ergebnissen kommt, auch ein heftiger Kritiker des Christentums und doch eben in einer grundlegenden anderen Haltung zur Welt. Friedrich Nietzsche schreibt: Ich will immer mehr lernen, das Notwendige an den Dingen als das Schöne sehen. So werde ich einer von denen sein, welche die Dinge schön machen. Amor fati, das sei von nun an meine Liebe. Und alles in allem und Großen, ich will irgendwann einmal nur noch ein Ja sagender sein. Also dieses bedingungslose Ja sagen, das Ja zu dieser Welt, zu diesem Leben, zu meinem konkreten Leben, das der gegenwärtigen Theologie so wichtig ist, das macht Nietzsche gerade gegen die Theologie seiner Zeit stark als Christentumskritik, weil er dem Christentum und allen religiösen Menschen unterstellt, dass sie eigentlich nur Ja zum Leben sagen können, weil sie sich aufs Jenseits freuen. Und er setzt dagegen dieses bedingungslose Ja zu diesem Leben, dass man eben, so wie er das an anderer Stelle sagt, da Capo ruft am Ende dieses Lebens und es einfach noch einmal leben will. Interessant, dass er das nicht schreibt jetzt als jugendlicher Hippie, dem es super gut geht, sondern gezeichnet von schrecklichen Krankheiten. Und in sein eigenes Leiden hinein schreibt er im Zarathustra diese Überlegungen zum Amor Fati, zum Ja zu diesem Leben. Das heißt, die Frage, ob es berechtigt ist, Ja zu sagen zur menschlichen Freiheit, Ja zu sagen zum menschlichen Leben, ist nicht identisch einfach mit der Frage, ob man an Gott glaubt oder nicht, sondern sie wird unterschiedlich beurteilt, sowohl bei Menschen, die an Gott glauben, als auch bei anderen. Und sie wird auch unterschiedlich beurteilt, selbst angesichts des Äußersten, angesichts von Auschwitz. Elie Wiesel etwa schreibt, dass es nichts gibt, was Auschwitz rechtfertigen kann, dass es keine Möglichkeit gibt, noch zum Leben Ja zu sagen, wenn man sich einmal klar macht, was in der Shoah geschieht.
Viktor Frankl dagegen schreibt in einer sehr bewegenden Stelle in seinem Buch Trotzdem Ja sagen, in einem Testament, das er angesichts des allgegenwärtigen Todes für seine Frau hinterlässt, sagt seinen Mitgefangenen in Erwartung des eigenen Todes: Wenn ihr also meine Frau irgendwann nochmal wiederseht, dann sagt ihr bitte, erstens, wir haben täglich und stündlich von ihr gesprochen. Zweitens, ich habe nie jemanden mehr geliebt als sie. Drittens, die kurze Zeit mit ihr verheiratet zu sein, dieses Glück hat alles aufgewogen, auch was ich hier und jetzt erleben musste. Also er macht jetzt existenziell in dem größten Abgrund, der für menschliches Leben möglich ist, deutlich, die Liebe zu seiner Frau wiegt das alles auf. Sie ist mehr wert als alle Katastrophe, die er erlebt. Frankl gegen die von Elie Wiesel ausspielen oder Nietzsche gegen Schopenhauer, sondern ich will einfach darauf aufmerksam machen, dass Menschen an dieser existenziellen Grenzsituation unterschiedlich reagieren. Deswegen meine ich, darf man nicht jetzt allgemein dafür argumentieren, dass das Leiden als Preis von Freiheit zu akzeptieren ist, sondern es ist wichtig, sich klarzumachen, dass diese Abwägungsfrage, ob das Leben trotz des Leidens zustimmungswürdig ist, ob ich zu ihm Ja sagen kann, von niemand anderem beantwortet werden darf, als von den betroffenen Personen selbst. Also mein Argument ist gewissermaßen, nur der Leidende selbst, nur ich selbst gewissermaßen, kann im Letzten sagen, ob mein Dasein zustimmungswürdig ist oder nicht. Eine Entscheidung im theologischen Elfenbeinturm, eine Entscheidung hinter dem Rücken der Betroffenen ist unmöglich. Und deswegen lautet jetzt meine Prämisse 4, die versucht, diesem Gedanken Rechnung zu tragen und die jetzt versucht, also dieses klassische Argument von der Willensfreiheit zu reformulieren, nicht jetzt soll man das Leiden als Preis der Freiheit akzeptieren, sondern es lautet, dass es eine rational verantwortbare Hoffnung ist, dass alle Personen im Blick auf ihre gesamte Existenz das Leiden als Preis für Freiheit und Liebe nicht definitiv ablehnen werden. Das muss ich Ihnen jetzt ein bisschen näher erklären, worauf ich hier hinaus will. Also, dem Menschen wird jetzt ein Vetorecht gegeben. Er kann definitiv Nein sagen zu seinem Leben, zu seiner Existenz. Und ich versuche jetzt auf der Hoffnung zu beharren, der Rationalität der Hoffnung, dass dieses definitive Nein von niemandem gegeben wird. Damit spiele ich, will ich jetzt erst einmal natürlich fragen, wie kann man das sagen? Wie kann man überhaupt rational meinen, zu behaupten zu dürfen, dass es tatsächlich möglich ist, dass kein Mensch wirklich im Letzten Nein zu seinem Leben sagt? Denn es gibt ja Menschen, die ganz offenkundig dieses Nein ausdrücken. Ein paar habe ich zitiert, manche töten sich sogar mit dem Gedanken, dass dieses Leben absurd ist und sie keine Hoffnung mehr haben. Andererseits wissen wir auch, dass definitiv behauptete und gut begründete Verweigerungen prinzipiell revidierbar sind. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gott im Tod rettet, dass Gott eine Wirklichkeit ist, die im Tod zu retten vermag, so besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir im Sterben oder im Tod noch einmal uns für, also dieses im Leben gesprochene Nein noch einmal hinterfragen oder noch einmal verflüssigen. Man bräuchte jetzt nur ein gutes Argument dafür, warum wir annehmen sollten, dass im Sterben noch eine solche Revision stattfindet. Und dieses Argument ist im christlichen Glauben tatsächlich gegeben, weil wir ja hoffen, in die Arme Jesu Christi hineinzusterben. Also die Zusage, die uns gegeben ist, ist die, dass wir im Sterben hineinsterben in die vollkommene Freiheit als vollkommene Liebe.
Also mir begegnet in Jesus Christus ja das unbedingte Ja Gottes. Ein Ja Gottes, das alles Verstehen übersteigt und das sich restlos mir zuwendet. Jedem Menschen ist das zugesagt, unbedingt zugesagt. Wenn ich aber durch Menschen wie Viktor Frankl das Zeugnis habe, dass es möglich ist, auch angesichts der schlimmsten Abgründe Ja zu sagen, wenn mir echte Liebe zuteil wird, dann darf ich hoffen, dass Menschen, wenn sie wenigstens im Sterben diese Liebe erfahren durch die Begegnung mit Jesus Christus, dass sie dann auch noch mal anders auf ihr Leben schauen und es ist dann rational zu hoffen, dass sie dann auch noch einmal dieses letzte Nein revidieren. Eleanor Stump, eine Thomistin aus den USA, drückt das so aus, dass sie davon ausgeht, dass es nach dem Tod noch einen Prozess der Heiligung gibt. Wir nennen das in der Tradition Fegefeuer, in der dann aus dem nicht definitiv gesprochenen Nein ein Ja wird. Also in dem die Möglichkeit besteht, nach und nach hineinzufinden in eine Bejahung dieser Liebe Gottes, dass Gott mir Zeit gibt, mich ihm zu öffnen, mich seiner beglückenden Wirklichkeit immer mehr hinzugeben. Wichtig ist nur, dass menschliche Freiheit eben die Möglichkeit eines definitiven Neins enthält. Aber es reicht gewissermaßen nur, dieses Nein nicht definitiv zu sprechen. Dann schafft Gott mich in seine Gemeinschaft, dann schenkt er mir seine Liebe. Stump vergleicht das gerne mit so einem Auto, in dem sie also nicht den Gang einlegen müssen und vorwärts fahren, sondern müssen nur darauf verzichten, den Rückwärtsgang einzulegen. Wenn Sie also nicht definitiv in diesem Leben den Rückwärtsgang einlegen und sich also definitiv jeder Form von Liebe endgültig verschließen, dann genügt es einfach zweifelnd, suchend, vielleicht auch verzweifelt, doch irgendwie noch zu hoffen oder die Hoffnung nicht ganz aufzugeben. Und dann wird Gott fahren, dann wird er gewissermaßen mit seiner Gnade mich dahin bringen, Ja zu sagen zu ihm und seiner Liebe. Insofern wäre es dann also rational, Gott zuzutrauen, dass er mich noch einmal für sich gewinnt oder zumindest mein letztes Nein ausschließt. Der inzwischen verstorbene Münsteraner Theologe Thomas Pröpper drückt das so aus, dass er schreibt, ob wir nämlich Gottes Liebe die Möglichkeit, sich selbst zu rechtfertigen und aller Zustimmung zu gewinnen, noch zutrauen, oder aber diese Möglichkeit mit Berufung auf die Unaufwiegbarkeit des Leidens und die Unversöhnbarkeit der Schuld für bereits definitiv und zwar negativ entschieden ansehen wollen. Geht also darum, bin ich bereit, die Möglichkeit zuzugestehen, dass Gott mich noch einmal für sich gewinnen kann, angesichts der Unendlichkeit seiner Liebe. Oder ob ich wirklich angesichts meiner eigenen Erfahrung endgültig meine entscheiden zu können, dass Gott das niemals gelingen kann. Ich weiß nicht, so schreibt Pröpper weiter, was es für erlittenes Leiden bedeutet, wenn Gott selber die Tränen abwischt. Aber ich plädiere dafür, diese Frage wenigstens offen zu halten. Jetzt ist es so, dass von atheistischer Seite an dieser Stelle darauf beharrt wird, dass genau dieses Offenhalten, das die Free Will Defense fordert und auf das jetzt die Argumente von Thomas Pröpper und anderen hinauslaufen, dass genau dieses Offenhalten nicht erlaubt werden darf. Und das Argument, das hier meistens gebracht wird, ist das, was schon Iwan Karamasow in den Brüdern Karamasow von Dostojewski entwickelt hat. Sie kennen es vielleicht, diese Szene, wo Iwan seinem Bruder Aljoscha einen Zeitungsartikel vor Augen führt, in dem ein Großgrundbesitzer einen kleinen 8-jährigen Jungen von seinen Windhunden zu Tode hetzen lässt, nur weil er mit einem Stein nach den Hunden geworfen hat, aus Spaß. Und Iwan Karamasow macht deutlich, dass
Die Tatsache, dass der Großgrundbesitzer jetzt den kleinen Jungen mit seinen Windhunden zu Tode hetzt, ein so schlimmes Verbrechen ist, dass die Tränen dieses Kindes durch nichts gesühnt werden können und durch nichts wieder gut gemacht werden können. Und er verbietet gewissermaßen der Mutter des Jungen, dem Mörder zu vergeben. Er verbietet uns auch nur darauf zu hoffen, dass es Versöhnung an dieser Stelle retten kann. Und meint, dass es ein letztliches praktisches Gebot ist, an dieser Stelle das Ja zu Gott zurückzuweisen und, wie er das dann ausdrückt, die Eintrittskarte in den Himmel zurückzugeben. Wir dürfen nicht in die Harmonie Gottes hinein wollen, die erkauft ist durch das Leiden eines, auch nur eines einzigen Kindes. Ein Kind macht einen Riss durch Gottes Schöpfung, von oben bis unten, so ja schon Büchner. Ich will gar nicht. So sagt Iwan Karamasow in diesem berühmten Dialog mit seinem Bruder Aljoscha: Ich will gar nicht, dass ich dann so ausrufe, also das so ausrufe, wie Aljoscha vorschlägt, also in einer Harmonie, in der er mit Gott wieder in Einklang ist. Solange es noch an der Zeit ist, beeile ich mich, mich dagegen zu wehren. Und deshalb sage ich mich auch völlig los von der höchsten Harmonie. Sie lohnt gar nicht das Tränchen, sei es auch nur eines einzigen gemarterten Kindchens, das sich mit seinen kleinen Fäustchen an die Brust schlug in seiner übelriechenden Höhle und mit seinen ungesühnten Tränchen zu dem lieben Gott betete. Entsprechend, also da, Dostojewskis eigene Position ist natürlich nochmal anders. Wenn man den Roman zu Ende liest, stellt man fest, dass er sich stark mit Aljoscha identifiziert. Und am Ende eigentlich eine praktische Theodizee anbietet, so wie ich sie Ihnen gleich eben auch vorstellen möchte. Aber vom Protestatheismus aus ist das so eine klassische Fundstelle, die deutlich macht, man darf gar nicht an Gott glauben, man darf auch nicht auf ihn hoffen, weil man damit die Unbedingtheit des Nichtseinsollens des Leidens eines Kindes aufgibt. Ich darf eben nicht Sinn für ein solches Leiden erhoffen. An Gott glauben heißt sagen, dass alles einen Sinn hat, so hat das Ludwig Wittgenstein einmal in seinem Tagebuch notiert. Und angesichts eines so schrecklichen Leidens wie das dieses achtjährigen Kindes darf man eben nicht an Gott glauben, weil man einen solchen Sinn nicht behaupten darf. Allerdings lässt sich, wenn man das jetzt auf dieser Ebene betrachtet, das Argument auch umkehren, denn wir sind ja jetzt nicht mehr auf der Situation, in der Situation des argumentativen theoretischen Abwägens, sondern von atheistischer Seite wird jetzt das Diskussionsfeld geändert und es wird jetzt ein moralischer Vorwurf erhoben. Es wird der moralische Vorwurf erhoben, du darfst nicht an Gott glauben, weil du damit Sinn erhoffst. Und damit nicht sagen kannst, dass das Leiden eines Kindes sinnlos ist und das ist böse. Jetzt ist es dann aber umgekehrt auch so, dass durch diese Position des Protestatheismus, so drückt etwa Karl Josef Kuschel das aus, die Möglichkeit ausgeschlossen wird, dass Leid jemals überwunden oder wieder gut gemacht werden kann. Eine Sinn- wie Hoffnungsperspektive ist damit endgültig zerstört. Ich sage der Mutter des Kindes dann eben auch, dass ihr Leiden, ihr Trauern um das Kind letztlich sinnlos ist, weil es keine Hoffnung für das Kind gibt und geben darf. Und damit nehme ich ihr den Sinn, den sie sonst erhoffen könnte für ihr Trauern und nehme ihr die Möglichkeit, noch einmal Rettung zu erhoffen. Wenn ich Gott so denke, wie das die praktische Theodizee tut, eben als Wirklichkeit, die im Tod rettet, und wenn ich Theodizee jetzt verstehe als Schrei nach diesem Gott, als Hoffnung auf diesen Gott, dann ist eben nochmal wichtig, sich klarzumachen, dass der Protestatheist oder die Protestatheistin nicht etwa besser dasteht als derjenige, der an Gott glaubt. Bleibt der Protestatheist, so Hans-Jürgen Verwein, bei seinem Urteil über die Widerrechtlichkeit und absolute Sinnlosigkeit des Leidens, dann wird es einen Augenblick geben, von dem ab er den Sterbenden mit sich allein lässt. Der andere ist der Sinnlosigkeit allein überlassen und die Trauer um den Toten hat dann irgendwann eben auch keinen Sinn mehr und führt mich nicht mit ihm nochmal im Letzten zusammen.
Das heißt, die moralischen Rückfragen entstehen nicht nur für die theistische Position, nicht nur für den, der an Gott glaubt, sondern auch für den, der nicht an Gott glaubt. Jetzt könnte man sagen, na gut, dann wähle ich eben den Weg des Agnostizismus und halte mich fein raus und entscheide mich nicht, ob Gott existiert oder nicht. Aber das Problem ist, dass die agnostische Position sich die Probleme beider Positionen einhandelt, ohne die Vorteile beider Positionen zu haben. Also wenn sie an Gott glauben, hat es gewissermaßen den Vorteil, dass sie noch Sinn erhoffen können, Sinn postulieren dürfen für die Person, die zu Tode gemartert wird. Sie müssen die Hoffnung nicht aufgeben. Agnostisch können sie aber eben diese Hoffnung gerade nicht mehr begründen. Atheistisch haben sie den Vorteil, dass sie den Leidenden nicht vereinnahmen, dass sie die Sinnlosigkeit des Leidens stark machen können. Aber auch das können sie agnostisch ja nicht tun, weil sie auch im Letzten nicht belegen können, dass das Leiden sinnlos ist. Das heißt, man kann jetzt, wenn man rein rational argumentiert, sehen, dass der Agnostizismus sicher die am wenigsten rationale Position ist, weil sie die Probleme beider Seiten mit sich führt und die Vorteile nicht einzulösen vermag. Aber man hat jetzt keine Möglichkeit, sich zu entscheiden, welches die rationalere Position ist, die theistische oder die atheistische. Das war aber ja eigentlich auch das Ziel der Argumentation, weil ich ja am Anfang Ihnen versucht habe, deutlich zu machen, dass es nicht darum gehen kann, zu zeigen, dass es rationaler ist, an Gott zu glauben, als nicht an ihn zu glauben, sondern eigentlich zu zeigen, dass es für beide Positionen gleich gute Argumente gibt, damit dann allein das Vertrauen in die Liebe der Grund ist, zur Liebe Gottes Ja zu sagen. Und so kann es dann, meine ich, nicht darum gehen, jetzt die Theodizee-Frage noch weiter aufzulösen, sondern es müsste jetzt eher darum gehen, das Handeln Gottes in der Welt theodizee-sensibel zu bezeugen und insofern eine Sprache zu finden, in einer Weise von Gott zu sprechen und auch seine Handeln zu bezeugen, die der TDC-Frage Rechnung trägt und all den Problemen, die damit verbunden sind. Ich will das als letzten Punkt wenigstens noch kurz andeuten, in welche Richtung man hier denken könnte. Und ich lehne mich da eng an Johann Baptist Metz und andere Theologen an, die eine praktische Theodizee stark machen. Ich würde denken, dass eine theodizee-sensible Rede von Gott und von seinem Handeln in der Welt erst einmal dadurch gekennzeichnet ist, dass sie verletzlich bleibt, dass sie sich eben nicht aus der Geschichte zurückzieht, so in dem Sinne, dass ich immer schon weiß, was Sache ist, sondern es kommt darauf an, dass man dieser Rede und eben auch uns als Menschen, die an Gott glauben oder nach Gott suchen oder diese Hoffnung sich nicht ganz ausreden lassen wollen, dass man uns Momente von Irritation, Unsicherheit und Erschrecken anmerkt. Es ist wichtig, dass diese Rede zugleich anamnetisch verfasst ist, also sich erinnert an Momente, in denen Gott sich seinem Volk zugewandt hat. Dass sie bereit ist, bei der Zuwendung zu Gott und der Ausrichtung auf dessen Verheißung die vergangenen Leiden nicht zu vergessen. Dass ich also nicht jetzt irgendwie einseitig auf die Welt schaue und nur noch das sehe, was mir gefällt, sondern dass ich aushalte die Zwiespältigkeit der Welt und dabei aber mich inspirieren lasse von der biblisch bezeugten Hoffnungsgeschichte eines Gottes, der auf der Seite der Unterdrückten ist. Gottes Handeln kann dann zu einer Wahrnehmungsschule werden, auch für die leidvollen Seiten der Wirklichkeit, die es eben auch wahrzunehmen gilt und die, bei der wir die Würde der Leidenden unbedingt zu respektieren haben. Eine Theodizee-sensible Gottesrede kann dann aber eben auch zum Widerlager und Protest gegen himmelschreiendes Unrecht werden. Sie kann ernst nehmen, dass der Mensch von Gott gewürdigt und befähigt ist, an der Verwandlung der Welt durch die Kraft der göttlichen Liebe mitzuwirken. Und es bleibt von einer eschatologischen Unruhe geprägt,
immer auf die endgültige Durchsetzung von Gottes Güte und Gerechtigkeit wartend und zugleich dazu verpflichtet, dieser Güte und Gerechtigkeit Gottes anfanghaft durch das eigene Handeln und Suchen Geltung zu verschaffen. Das ist jetzt sehr knapp nur angedeutet, wie Eckpunkte eines theodiceesensiblen Rede von Gott aussehen könnten. Und ich möchte das zum Abschluss noch versuchen, beispielhaft der Bewährungsprobe auszusetzen, mit der ich auch begonnen habe und die meinen Vortrag immer wieder berührt hat und die mich selbst eben in jahrelanger Auseinandersetzung mit dem Thema immer wieder herausgefordert hat. Kann ich von Gott noch sprechen angesichts von Auschwitz? Kann ich angesichts dieser Katastrophe sein Handeln bezeugen? Und da ist es eben wichtig, sich klarzumachen, dass da nicht einfach alles erlaubt ist. Und wenn ich persönlich das Gefühl habe, etwas sagen zu können, dann sei das, könne ich das auch in eine theologische Rechtfertigung aufnehmen, sondern dass es wichtig ist, die eben entwickelten Kriterien ernst zu nehmen. Wenn etwa Primo Levi schreibt, ein Überlebender aus Auschwitz, wie ein Mitgefangener sich bei Gott bedankt, nachdem er bei einer Selektion der Nazis mit dem Leben davon gekommen ist. Sie wissen vielleicht, dass die Nazis in den Vernichtungslager immer wieder einfach eine festgesetzte Anzahl an Menschen getötet haben, sodass sie wussten, wenn sie jetzt beten, dass sie verschont werden, beten sie gleichzeitig, dass jemand anders stirbt. Auf diese Situationen schreibt Primo Levi: Nach und nach wird Schweigen. Und da sehe und höre ich von meinem Bett im dritten Stock, wie der alte Kuhn laut betet, die Mütze auf dem Kopf, den Oberkörper heftig hin und her wiegend. Kuhn dankt Gott, dass er nicht ausgesondert wurde. Also, Herr Kuhn freut sich eben, dass er nicht in den Tod geschickt wurde. Und darauf schreibt Primo Levi: Kuhn ist wahnsinnig. Sieht er denn nicht im Bett nebenan Beppo, den 20-jährigen Griechen, der übermorgen ins Gas geht und es weiß und ausgestreckt daliegt, in die Glühbirne starrt und kein Wort sagt und keinen Gedanken mehr hat? Wäre ich Gott, ich spuckte Kuhns Gebet zu Boden. Wäre jetzt ein Beispiel für eben eine Weise von Gott zu sprechen. Also wenn ich aufgrund der Erfahrung Kuhns an Gott glauben würde, dann wäre mein Blick eben verengt und würde eben die Perspektive Beppos nicht in den Blick nehmen. Und es ist eben wichtig, die Perspektiven aller, auch im eigenen Beten und Glauben und Hoffen, im Blick zu behalten. Außerdem ist es natürlich eine schwierige Vorstellung, dass Gott da direkt eingreift und den einen rettet, um den anderen zu töten. Das wäre jetzt sicher auch keine sehr gut nachvollziehbare Handlung Gottes. Deswegen ein anderes Beispiel jetzt aus Auschwitz, auch als Bericht von einem Überlebenden. Er erzählt von einem 16-jährigen Mädchen, das in einer Gaskammer überlebt hat, unter den Leichen. Er erzählt, er gehört zu diesen Menschen, die die Gaskammern immer geleert haben. Und er erzählt, dass das so alle paar Monate mal vorkam, dass eine Person, die unter einem Leichenberg liegt, dann irgendwie noch überlebt hat. Der schildert das nun so, dass gerade bei diesem 16-jährigen Mädchen es so war, dass der Arzt, der jüdische Arzt, der für dieses Mädchen zuständig ist, eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zu dem Oberscharführer Mussfeld ist, hat, der zuständig ist, für die Entscheidung darüber, was jetzt zu geschehen hat. Und dadurch, dass dieser behandelnde Arzt dieses gute Verhältnis hat und jetzt eindringlich versucht, Mussfeld dazu zu bewegen, dieses Mädchen zu retten und ihm auch eine Möglichkeit aufzeigt, wie das gehen kann, ohne dass er sich gefährdet, indem er gewissermaßen einen Plan ausarbeitet, wie dieses Mädchen gerettet werden kann, wird diesem Oberscharführer, er Mussfeld, diesem SS-Mann auf einmal klar, dass diese Logik des ständigen Mordens nicht notwendig ist.
Gott unterbricht ihn gewissermaßen in seinem Handeln. Musfeld, der sonst einfach aus Lust Leute erschossen hat, der ohne jeden Skrupel ständig Menschen getötet hat, merkt auf einmal durch das Antlitz des Arztes, der ihn ansieht, und durch das Antlitz des Mädchens, dass er in die Verantwortung gerufen ist. Tragischerweise er kann sich dann auch nicht dazu durchringen, das Mädchen zu töten, aber tragischerweise befiehlt er dann einem seiner anderen SS-Leute, das zu tun, weil er doch zu sehr Angst hat, dass am nachher rauskommt, dass er nicht alle umgebracht hat, so wie er es eigentlich tun muss. Aber man sieht an dieser Stelle, wie er in die Freiheit gerufen ist. Und an dieser Stelle erschien es mir legitim, von einem Handeln Gottes zu sprechen, indem Gott eben versucht, ihn jetzt nochmal in seine Verantwortung zu rufen und versucht, zur Umkehr zu bewegen. Aber wenn Gott allein mit den Mitteln der Liebe um die Liebe wirbt, dann hat er angesichts des verbrecherischen Wahns eines solchen Nazis eben auch keine anderen Mittel als die Mittel des ohnmächtigen Blicks des Opfers, um ihn noch einmal für sich zu gewinnen. Das ist die Art, wie wir Christen durch das Kreuz Jesu Christi von Gott sprechen und wie wir, glaube ich, auch nur Gott bezeugen können angesichts der Katastrophen dieser Weltgeschichte. Es ist ein schwaches, ein verletzliches, ein irritiertes Zeugnis, das immer wieder hofft, dass Menschen sich gewinnen lassen, solches verbrecherisches Tun zu unterbrechen und für einen Gott der Hoffnung Zeugnis zu geben. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf das Gespräch.